wenn du etwas vermeidest, und meistens sind es ja Gefühle, die wir versuchen zu vermeiden, dann führt es eigentlich nur zu mehr Leid. Warum? Du gehst gegen etwas vor, was jetzt gerade da ist, was sich zeigt, was von dir gesehen werden möchte, wo auch immer das herkommt, ob das etwas Momentanes ist oder vielleicht sogar eine energetische Speicherung. Jetzt geht es nicht darum zu sagen, oh mein Gott, ich muss das jetzt für immer fühlen, sondern es geht darum, jetzt damit in Kontakt zu kommen, zum einen wirklich klar wahrzunehmen, um was geht es jetzt im Moment, und dich dann dafür zu öffnen, wie kann ich jetzt mit dieser Sache auf eine gesunde Art und Weise umgehen. Zum Beispiel kann ich jetzt, wenn ich mich jetzt einsam fühle und ich merke, es geht um Einsamkeit, kann ich jetzt zum Beispiel eine Freundin anrufen, der ich vertraue? Kann ich vielleicht mich unter Menschen bewegen? Was kann ich jetzt tun, ohne dass ich diese Sache vermeide, aber ich lasse es da sein, mir ist es bewusst, und dann gehe ich damit bewusst in Austausch und kreiere mir etwas, woran ich langfristig Freude habe.